Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan True Warriors. Ja, die letzten Minuten laufen und wir liegen 63 zu 65 hinten, haben noch zwei Angriffe, glaube ich, oder drei Angriffe und es wird ultra spannend und auch ultra eng, denn der Gegner hat auch noch Rathaus-Level 11er Angriffe vor allen Dingen bei uns offen. Das heißt, bei uns können noch 10 Halber und auch noch ein 11er ja, gedreiert werden. Also es wird eine ganz enge Kiste. Wer gestern Abend im Stream bei mir dabei war, hatte ja schon einiges gesehen. Und es sah auch eigentlich erst ganz gut aus, aber wir haben oben richtig viele Sterne verdattelt. Also richtig viele Sterne. Und ich glaube, der Tom hat hier auch ein Problem in der Mitte mit den ganzen Bowlern. Denn dort lauert ein Loon und ein Drache. Ja, der kam jetzt auch so spät, da hätte er vielleicht meinen Angriff vorher sehen sollen. Ich habe nämlich diese Base hier zu 98% geschafft und hätte gewusst, was da rauskommt. Und so ist das natürlich jetzt kein Stern. So wird das kein Stern, denn da hinten wird nur noch der Golem geheilt. Oh, der Drachen ist weg. Ich frage mich jetzt gerade, wovon ist denn der jetzt noch gestorben? Vom Restgift wahrscheinlich, aber ich denke mal, das wird hier nur ein Stern werden. Also das wird nichts da hinten klebt. Noch ein Golem an der Mauer. Ja, schade, schade. Hätte Fahrradkette, aber wir haben noch zwei Angriffe. Mal sehen. Wir gehen mal in den anderen rein. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay, der andere ist noch nicht gemacht worden. Es geht mir so auf den Sack, muss ich sagen. Wenn die im gegnerischen Clan jetzt nicht angegriffen haben oder noch Angriffe offen haben von unten. Und guck mal, was die natürlich machen. Ja, also, das ist auch der Hammer hier. Der Angriff 19 auf 7, den zeige ich euch auch gleich. Ich denke, der Gara ist mir da auch nicht sauer. Aber der Rest lotet hier nur bei ihm und bei mir, weil wir unsere Rathäuser draußen haben. Gegen den vermutlich oder vermeintlichen Dreier ist das auch ganz nett, aber das geht mir so. Mir geht es ein bisschen auf die Nüsse, muss ich sagen, dass hier dann die Lotangriffe folgen. Und eigentlich warte ich jetzt auf den Swash, denn der wollte hier auch noch die 11 und die 12 machen. Das heißt also, der Swash hat jetzt noch zwei Angriffe übrig. Ihr seht das hier. Der Rest ist hier durch, außer Jonas ist ja sowieso raus. Der war gestern im Stream schon draußen. Und viel mussten wir jetzt leider eben auch entlassen, denn dem fiel nach 23 Stunden und 30 Minuten ein, dass er hier nichts mehr machen kann. Ja, auch da geht mir echt ein bisschen die Hutschnur hoch. Und sagt dann auch noch, ja, ich war doch gestern auch on. Und dann sagst du natürlich, Mann, und dann hast du keinen Angriff gemacht. Ist es mir ein Rätsel, echt. Leute, ich weiß nicht. So, da ist er, der Swash. Jetzt machen wir weiter hier. Ich habe kurz mal, ich hätte fast gesagt, die Kamera angehalten. Aber der Swash hat sich gesagt, er wollte so angreifen wie ich. Okay, das macht er hier auch. Kommt also erstmal jetzt mit einem Queen Walk hier rein. Also wenn er das so genauso macht wie ich, dann kann ich euch den Angriff natürlich genau dokumentieren. Allerdings hat er schon Level 5 Miner und ich noch Level 3 Miner und er hat einen Warden, wo ich natürlich jetzt keinen Warden habe. Hat natürlich nicht mehr Truppen und hat auch einen Doppelzauber mehr. Was heißt also kein Doppelzauber, sondern vollwertigen Zauber. Das, was ihm jetzt allerdings passiert, dass die Queen nicht weiter rumgeht, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, aber Ziel war, die Clanburg wegzukriegen und hier unten jetzt die Flanke mit dem King an der Stelle. Denn die ist jetzt erstmal weg. Das heißt also für die Miner keine Gefahr mehr. Und jetzt muss er sie eigentlich bringen. Macht er auch, jawohl. Super Sache. Meine Queen ist hier ein bisschen mit rumgelatscht. Und ich konnte quasi mit King und Queen so ein bisschen in die Base reingehen. Das brauchen seine Truppen hier jetzt an der Stelle nicht zu machen. Die Queen ist in der Base drin. Jetzt zieht er den Warden schön hinter die Miner hinterher. Das muss ein bisschen weiter reingehen. Wir wissen ja nie, wo die Jungs sind. Und ja, ist schon eine starke Truppe, die Miner hier auf dem RH10 ohne Infernus. Der hat keinen Infernus, hier ist also 9 Halber. Und die kriegen jetzt zwar hier so ein bisschen Pfeffer und werden ein bisschen abgelenkt von den kleinen Skellies. Das waren meine letzten 2%, dass die Skellies am Ende meine Miner nochmal abgelenkt haben. Dadurch habe ich Zeit verloren und habe diese Base leider nicht geschafft. Okay, aber das sieht hier ganz gut aus und ich glaube, der Swash bekommt hier auch kein Zeitproblem. Nein.
Das hat er gut gemacht hier. Jetzt haben wir noch einen Angriff. Jetzt steht es 64-65. Und er wird sich gleich noch die 12, denke ich mal, vornehmen. Denn das ist ein Rathaus 11er ohne Adler, ohne Inferno. Aber trotzdem eine richtig große Base. Also der Rest der Base ist schon ziemlich stark. Werden wir gleich sehen. Und dann ist das hier aber, ist die Base hier endlich weg. Also die 98% von mir, die haben mich natürlich wieder gewurmt. Und dann sitze ich hier auch immer vorm Tablet, so wie gestern Abend im Stream. Da habe ich mich ja gefreut über meine 100%. Aber über die 98% hier, da sitzt du dann und fragst dich, warum ist das so? Schön gemacht hier, Matze. Und dann warten wir mal, bis seine Truppen fertig sind. Der hat jetzt noch 9 Minuten. Entweder gammt er sie ganz hart vor oder er hat Boost an, das weiß ich jetzt nicht. Und ich habe ja gesagt, der Gegner hat hier noch 11er Angriffe offen. Ja, der 6er ist kein, doch ist auch noch ein 11er. Eieiei, und auf unserer Seite hier ist noch der Hocke, da kann man noch einen Stern holen und die sind nicht schlecht oben. Und vor allen Dingen kann man dann noch, jetzt muss ich mal gerade schauen, ne, hier kann man nicht mehr so viel machen. Aber wo ist er? Ich glaube, er hier ist unser 9,5er. Ah, ne, ist er doch nicht, er hat ja Infernos. Ja, könnte noch mal eng werden, denn prozentual, wo liegen wir da? 90, 88. Okay, da liegen wir vorne. Ich habe den Angriff hier leider verpasst, den zweiten von Swash. Aber der arme Swash musste noch innerhalb von 5 Minuten von einer, glaube ich, kompletten Miner-Kombi auf den 5er hier wechseln und hätte den, ja, 3ern müssen, damit wir noch rankommen, denn der Gegner hat noch einen Stern bei unserem Hocke geschafft, hat er auch gut gemacht, haben wir auch alle gesagt, guter Angriff vom Gegner. Und wir sind ja an der Stelle nach wie vor Sportsmänner und sagen dann auch ganz klar, hat der Gegner gut gemacht, hat der Gegner gut angegriffen, gut agiert. Wir haben wirklich viel verbockt hier. Im oberen Bereich haben wir hier Federn gelassen ohne Ende, das werdet ihr gleich sehen. Und ich habe ja auch keinen Skrupel, hier mal einen Nullsterner zu zeigen, denn ja, das war jetzt am Ende auch alles zu überhastet. Und dann musste in den letzten Sekunden einen Angriff machen, der hier die Entscheidung bringen soll. Und das, ja, das kannst du knicken. Also, da müssen wir einfach ein bisschen mehr, noch mehr unseren Mut zusammenreißen, noch mehr ein bisschen taktisch an uns arbeiten und einfach die Angriffe eher machen. Was heißt eher machen? Die müssen halt eher geplant werden und nicht so ganz bis zum Ende zu warten. Ich meine, das machst du natürlich auch aus taktischen Gründen. Aber wenn du sowieso hinten liegst, hast du eh nichts zu verlieren. Ja, und nur noch drauf wartest eigentlich, dass der Gegner noch mehr Sterne macht. Also haben wir den Clankrieg hier leider verloren mit 64-66 sogar. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch auch den Zweier hier auf Gara mal zeigen will. Ich meine, ich bin nicht besser, auch mein Rathaus. Das seht ihr hier, steht hier draußen. Das heißt also, das soll ja eine Anti 3 sein. Anti 3 gegen Rathaus 11. Und bei Gara ist das Gleiche. Aber vielleicht ist es ja manchmal nicht so sinnvoll. Denn hier hat der Gegner, ihr habt das auch gesehen, relativ spät zwei Sterne gemacht. Und zwar, jetzt guckt euch das an, wie. Den muss ich eben nochmal schauen. Das war der Gegner. Und das war die Nummer 19. Das war die Nummer 19. Wie er das gemacht hat. Ja, das war eigentlich schon nicht schlecht. Jetzt gucke ich, das war die erste Attacke von ihm. Und ja, ich meine, wenn du jetzt die Truppen siehst, dann denkst du, hallo, wie ist der denn drauf, der Kollege? Ja, aber wenn du jetzt die Base siehst, die ist meiner sehr, sehr ähnlich. Ja, dann machst du hier zwei Sterne. Ja, mit diesen Truppen hier holst du hier auf den RH11 oder auf den 10,5er. Der Gara ist ein 10,5er, also er hat den Adler nicht gebaut. Man kann jetzt auch wieder viel auch da fantasieren und kann sagen, ja, hätte er den Adler gehabt, kommt er natürlich bei 190 Truppen, bei 180 Truppen wird er aktiv und ballert dann hier die Massen der Bartstruppen hier ganz easy peasy weg. Klar, ja, so kann man das natürlich dann auch sehen, weiß man aber nicht genau, denn er setzt sie ja hier auch relativ einzeln. Aber jetzt guck mal, tatsächlich, wie weit er gekommen ist, 56%, das hat ja gereicht. Und der Stern war nicht unwichtig für die, denn dort war noch alles offen und er hatte jetzt sogar noch mal 99% hier vom 5er kassiert. Also oben waren die Leute einfach besser als unsere, muss ich ganz klar so sagen. Also ihr seht das hier und wir sind ja auch keine schlechten Angreifer, ne? Und haben auch mal nicht so tolle Tage. Also gucke hier, die ersten drei hier haben 1, 2, 3, 4 Sterne geholt oder 5 Sterne geholt aus 8 Angriffen. Das ist echt mau, das ist echt wenig. Und
alles Einsterner hier gewesen, hier oben, und die blieben ja auch einsternig, das kam ja noch dazu. Naja, was willst du machen, steckst du nicht drin. Und ich hatte ja gestern schon relativ viel aus dem Clankrieg hier gezeigt, aber ich habe natürlich auch noch Kämpfe. Ich muss das mal eben hier rüber machen, denn die waren auch denkbar knapp. Ja, der Mist hier auf mich und auf Gara dann, ja, haben sich ihren Lot halt mitgenommen, mein Gott. Ist mir jetzt auch egal. Aber wir haben auch noch knappe Dreier auf unserer Seite gehabt. Also 3 Sterne auf Basis von uns. Der hier von Jenik, der war richtig knapp, aber der war auch richtig knapp von der Zeit. Aber ein schöner Gulalun hier passt ja zum Event, was ich immer noch nicht fertig habe jetzt. Ne? Ich meine, es ist Sonntagabend, spät, und Toto hat immer noch das Event offen. Aber ich muss nur noch 2 Angriffe mit allen meinen Charakter machen, und das schafft man natürlich eigentlich ganz locker. Und er kommt hier aber mit einer Kombi, und die Base ist auch sehr groß, ne? Au, au, au. Vor solchen großen Bases habe ich immer, ja, nicht Respekt, aber ich gehe die gerne mit meiner an, muss ich sagen. Auch die 9,5er hier. Denn die lassen sich immer ganz gut machen mit einem Queenwalk vorweg, mit so ein paar kleinen Minitruppen, also so ein paar Magiern, ein Babydrache. Und dann richtig eine Masse meiner, also so wie ich eigentlich meinen ersten Angriff gemacht habe. Also wer den nicht gesehen hat, dann schaut einfach nochmal in meiner Playlist nach, in den Livestreams, den von Samstag dort. Könnt ihr den gesamten Livestream übrigens nochmal schauen. Also wer 3,5 Stunden Bock drauf hat, der kann sich das Ganze an der Stelle von da aus mal angucken. Und man sieht natürlich nicht die Chats, die lasse ich nicht, oder die lasse ich ja schon lange nicht mehr im Bild zeigen. Das heißt, nachlesen kann man natürlich nichts. Man kann ja nur erahnen, was ich da rede und zu wem ich rede und Antwort stehe. Aber man kann natürlich nochmal die Angriffe sehen. Und wir haben ja schon relativ viel gestern gesehen, auch aus dem Clankrieg hier. Aber die waren nochmal denkbar knapp hier. Die Zeit spielt sowieso bis auf 0 runter, das ist klar. Aber der war von der Zeit her wirklich eng. Denn das sah dann gar nicht mal so klar aus. Hier habe ich eigentlich schon gedacht, oh. Na, Luftabwehr noch und dahinter noch das Skelett, das jetzt ein nach dem anderen so anknabbert. Dann kommt da auch noch eine Tesla-Farm raus hier mit 3 Teslas allerdings nur. Und jetzt hat er noch einen Loon von hinten gesetzt. Ja, der macht jetzt noch gerade so den Schaden da. Und dann schafft er den. Ja, er schafft wenigstens den letzten Inferno hier. Aber jetzt sind die Loons natürlich so langsam. Und werden immer noch angeknabbert die ganze Zeit. Ich muss erstmal gerade einen Schluck trinken. Ich bin schon wieder am Sabbeln und schon wieder ein bisschen außer mir. Aber so ist das mal, wenn es hier mal ein bisschen enger wird. Und jetzt den Loon hier verliert er, glaube ich, nicht mal am Ende. Mal gucken, ob der, ich glaube, der Loon hält noch durch. Und der macht sogar noch ein bisschen mit Schaden. Da ist der Loon immer noch. Ja, jetzt ist er weg da von den Lakis. Also der war wirklich ultra eng, und der war auch wirklich ultra eng von der Zeit. Also. Naja, es geht weiter. Wir spielen ganz munter hier den nächsten Clankrieg. Oh, jetzt muss man hier noch die Clanburg vor allen Dingen noch machen. Und die hat ja noch mal so fürchterlich viele Hitpoints, aber er hat ja noch einen funktionierenden Loon, der wirklich zwar auf der letzten Rille hier jetzt noch anfliegt, aber er hat es geschafft. Also, schöner Angriff hier. Und hat er an der Stelle gut gemacht. Jetzt muss man noch mal schauen. Ich habe hier heute auch wenig gesehen, weil natürlich heute, also dieser Sonntag war ja das war der goldene Oktober, kann man gar nicht anders sagen. Und der von Jenik, der von Gara, ja, der von Gara, glaube ich, den gucken wir uns mal an hier. Denn der ist mal wieder mit Hog Rider gemacht. Sehen wir auch relativ selten hier in den Bereichen 10, 11. Und Gara hat aber schon mal öfter mit angegriffen. Lockt jetzt hier unten gleich, glaube ich. Ah ne, da oben lockt er die Clanburg. Aber er macht hier unten schon mal, hat er gut gemacht, die beiden Bombentürme weg. Die stehen da unten natürlich auch irgendwie so verloren. In der Base, da stehen die einfach so. Ja, denn der Kollege hier hat sich wahrscheinlich nie Gedanken um die Clan-Base gemacht. Die kam ja etwas später rein. Und dann hat er die einfach auf eine Ecke gestellt, anstatt sie hier sinnvoll vielleicht in der Base zu integrieren. Denn da unten am, da außen, da sind die immer, da werden die immer irgendwie weggemacht, damit die schon mal gar nicht mehr stören. Und er macht hier erstmal einen schönen Queenwalk mit Bolan King. Warden dabei, Heiler im Gepäck.
So geht das in die Base rein. Da stürmen jetzt zwei Valkyren auf die ganzen Truppen zu. Die sind natürlich ein gefundenes Fressen für seine Bowler. Und jetzt werden die Infernos erstmal vorgenommen. Also hier unten der erste ist jetzt schon mal weg. Und er schafft, glaube ich, mit dem Killsquad kommt er ja schon relativ tief hier in die Base rein. Aber jetzt kommen hier von unten die Hogrider mit dazu. Und dort ist auch nur ein Single Inferno, so muss man sagen. Der hat sich jetzt zwar gerade in den Kinn gekrallt, aber für die Masse an Truppen jetzt, gerade weil so viele Bowler waren, natürlich super, super gemacht hier und zündet jetzt auch recht spät die Queen. Die macht jetzt noch den X-Bogen und den gefährlichen Tesla hier. Ja, jetzt haben die zwar, hier mal ein bisschen näher rein, jetzt haben die zwar ein paar Skelette an der Hacken. Ein paar ist gut, ein paar viele, aber die werden dann auch ruckzuck hier runtergeknüppelt und so ist das hier, glaube ich, ein schöner Angriff gewesen von Gara auf die Nummer 8, also 7 auf 8, das ist jetzt nicht ganz weit weg. Ihr habt ja eben die Base von Gara auch gesehen, aber er ist natürlich ein Rathaus 11er, hat einen starken Zauber mehr, also einen Doppelzauber, so will ich es mal sagen, also der zwei Slots belegt und dann, das kann schon der kleine Vorteil sein. Ja, mein Angriff brauche ich nicht nochmal zeigen von gestern, der war ja an der Stelle in Ordnung, den haben wir eben gesehen, das war mein Dreier hier und den Jennek haben wir gesehen, ich glaube den Rest haben wir unten im Stream gesehen, dann zeige ich euch auch gar nicht mehr, den haben wir auch im Stream gesehen von Tom, den hatte ich gestern schon gezeigt. Und hier oben, ja, ist ganz mau. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Der Norman hier ist eigentlich auch ein guter Angreifer. Und das Ding hier war auch knapp. Ja, muss man auch dazu sagen. Also auch der war wieder auf Haaresbreite hier am Stern vorbei. Und ich denke, der Norman hat auch diese Base schon öfter angegriffen. Denn viele Designs, Norman hat auch schon in der Legende gespielt oder spielt auch im Moment relativ hoch. Triffst du natürlich auch draußen im freien Spiel und wo viele ihre CK-Bases nehmen, jetzt da habe ich auch gedacht, meine Herren, hier schon richtig, richtig Feuer. X-Bogen, ja, der gegnerische Clan hatte viele X-Bogen auf Mix stehen, also einen auf Luft, einen auf Boden, auch im RH9-Bereich haben wir das hier zuhauf gesehen. Ich weiß nicht, hat den Jungs und Mädels hier geholfen, denn auch unsere Neuner haben hier dann den einen oder anderen Fail hingelegt. Da fragt man sich dann manchmal auch. Ich meine, eine Base, die jetzt beide auf Boden hat, das gab es hier auch, die dann auf mit Bodentruppen zu machen. Ja, das kann man machen, aber vielleicht kann man sich auch sinnvoll mal überlegen, den dann doch mit Luft zu machen, denn auf Luft sind beide X-Bogen ja unwirksam dann an der Stelle und können gar nicht ins Spielgeschehen eingreifen, wenn du dann mit Lufttruppen zum Clearen kommst. Der Norman macht das hier eigentlich ganz gut. Er nämlich schickt erstmal nur zwei Valkyren hier unten hin, die machen noch gerade so den Inferno und hat jetzt noch fünf. Aber die stolpern hier auch so ein bisschen rein. Da kriegst du als Angreifer ja Gänsehaut. Zwei daher, zwei daher. Und jetzt hier ist ein Loon und ein Hund. Ich meine, der Lava-Hund macht ja jetzt nicht so viel Schaden, aber hier sind jetzt noch die Skelette, die lenken ab. Und der Loon lässt einfach mal Bömmchen nach Bömmchen fallen. Ja, dann war es das. Es war knapp, weil die waren in der Mitte. Wenn die jetzt noch zu viert gewesen wären hier, dann hätte das vielleicht anders ausgesehen. Das heißt, die zwei, die hier abhanden gekommen sind, ja, die hätten es vielleicht dann an der Stelle noch gerissen. Aber so wird das leider nichts. Kann man nichts machen. Und nichtsdestotrotz sind unsere Elfer gute Angreifer hier. Und man kann auch nicht immer optimale Tage haben. Aber war ein schöner CK hier auch vom Gegner. Hat mich gefreut hier. Also, keine Gnade hier im CK. So heißt ja auch eigentlich die Folge hier. Ich denke, wir haben genug gesehen und wir sind schon wieder in der Suche. Ich gucke mal, was wir haben. Oh, 15er. Oh, es wird wieder Mauer hier. Ja, gestern habe ich gesagt, die gewinnen, da spielen mehr mit. Und bei denen, die verlieren, da spielen wieder weniger mit. Ist aber hier nicht so. Viele machen hier mal wieder ihre Helden. Und das freut mich natürlich auch. Spielen wir hier halt einen kleinen 15er. Ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche wieder. Bis dahin, euer Toto. Clasht.